So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute mit der Partie gegen den FCA. Gegen den FC Augsburg, der in echt so ein bisschen die Überraschungsmannschaft ist. In FIFA aber ja der nackten Realität ins Auge gucken muss. Ihr seht's auf Rang 17, 19 Spiele, 13 Punkte gerade mal geholt. Stand jetzt mittendrin, aber sowas von mittendrin im Abstiegskampf. Ganze 7 Punkte schon weg vom Relegationsplatz auf Rang 15. Könnten sogar 8 werden bei einem Sieg der Hannoveraner, von dem her... Die müssen sich umgucken, die Kollegen, dass sie da irgendwie rauskommen. Aber den Wunsch, den wollen wir ihnen heute nicht erfüllen. Denn wir spielen zu Hause, ihr habt es mitbekommen, zuletzt leider Gottes die Niederlage. Wo gehe ich jetzt hin? Die Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Nein, 0:1, wo wir uns mal wieder zum Ende hin des Spiels gut gesteigert haben, aber von Anfang an nicht wirklich drin waren. Und das müssen wir heute besser hinkriegen. Die Mannschaft, die haben wir ja soweit schon aufgestellt im letzten Part. Das ist die Truppe, mit der wir das Ganze angehen werden. Elia links, Hajdovic rechts, Di Santo, Dybala vorne drin mit Öztunali. Das magische Dreieck, Yunusovic auf 6, Lukimia Caldirola in der Innenverteidigung, Garcia links, Selassie rechts, Castells im Kasten. Sprich, so werden wir hoffentlich die Augsburger Puppenkiste knacken. Das ist zumindest das Ziel. Und in dem Sinn, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und in dem Sinn gehen wir das Ganze jetzt an. Ja, grün gegen grün ist ein bisschen blöd, von dem her nehmen die Augsburger das dritte Trikot, das graue. Und jetzt zählt's, Freunde. Wir haben jetzt halt im neuen Jahr, im Jahr 2015 in der Rückrunde alles mitgenommen. Erst eine Unentschieden gegen Berlin, dann ein Sieg gegen Hoffenheim und eine Niederlage jetzt gegen Leverkusen. Wir haben es angesprochen, gegen Leverkusen. Das müssen wir einfach auch mal so realistisch festhalten. Ist es ganz klar, dass du auch mal verlieren kannst. Also das ist jetzt nicht weiter tragisch. Sicherlich hätten wir gerne da den Sieg mitgenommen, aber Leverkusen-Bremen in FIFA hier in der Konstellation mit den Mannschaften, mit den Spielern, die beide da haben, war das doch eine relativ ausgeglichene Partie, vor allem weil wir da heimgespielt haben. Da war das ungefähr auf Augenhöhe. Am Ende hat sich halt Leverkusen durchgesetzt. Das ist Fußball. So, heute gegen Augsburg sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es absolut keine Ausreden. Da gibt es nur eins, und zwar den Sieg gegen, wir haben es angesprochen, die Puppenkiste. Wir werden auch von Beginn an so ein bisschen offensiver spielen und gleich mit hoher Druck loslegen. Und den Kollegen da gleich mal zeigen, was Sache ist. So, erste Chance ist schon mal da. Da ist Franco Di Santo. Der Ball ist geblockt. Di Santo legt den ab und dann sind wir nicht schnell genug dazwischen. Aber die Augsburger können nicht wirklich gut klären. So, da müssen wir weitermachen. Ne, jetzt mitbekommen, der Start zuletzt gegen Leverkusen alles andere als gut. Von dem her heißt es heute hier zumindest was Gutes zeigen. Cipre Selassie nach oben gelegt, ganz unten. Selassie schicken. Selassie, überragend. Ja, warum spielt der Mann denn rechts hinten? Freunde, richtig starkes Ding von Cipre Selassie. Eine kleine Täuschung in die Mitte gezogen und eiskalt abgeschlossen. Also für den Rechtsverteidiger, Chapeau. Viel genauer, viel schöner, viel flüssiger, viel runder kann man das nicht machen. Erster Treffer von Cipre Selassie in dieser Partie. Sprich, das ist der Start, den wir uns hier und heute so erhofft haben. Aber dranbleiben. Na, jetzt nicht nachlassen, so ein Start kann natürlich richtig stark sein, da kann es mal so richtig abgehen, aber zum Teil auch mal richtig schlecht, dass die Jungs meinen, Mensch, hier komm, jetzt machen wir uns einen chilligen. So geht's natürlich nicht. Augsburg kommt da gleich vielleicht das erste Mal richtig gefährlich nach vorne. Die Grätsche war nicht schlecht angesetzt, aber irgendwie dann doch nicht ganz perfekt abgelegt. Der Ball, den sollte Castells kriegen. Ich habe mich völlig verschaut, ich dachte, der kommt Richtung Castells, Freunde. Egal, gibt die Kontermöglichkeit. Hajdovic nach vorne gelegt. Franco Di Santo, Dybala, Lauf, Kollege Dybala. Dybala. Und da müsste ein V-Spiel gewesen sein. Gott sei Dank haben wir da den Ball noch gespielt bekommen. Sonst wäre es gefährlich. Und das, Jungs, ist jetzt eine der perfektesten Positionen. Vielleicht noch 3-4 Meter näher ans Tor. Aber sonst nahezu perfekt für Franco. Für Franco Di Santo. Für Zlatko Junusovic. 35 fucking Meter. Junusovic, der war nicht schlecht. Im Tor, der Hitz, der holt den raus, den Ball. So, Selassie probiert es nochmal mit seiner legendären Rolle da, beziehungsweise Balltäuschung. Schusstäuschung, Jungs. Und dann nochmal die Chance. Garcia. Oh, da verzettel ich mich so ein bisschen. Da verzettel ich mich dann nochmal und dann ist der Ball weg. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, da so einfach den Ball herzugeben. Aber egal, aufpassen, nicht durchstecken. Mora weg, macht er gut. Werner nach vorne gelegt. Wieder Bobadilla. In die Mitte gespielt. Gut dazwischen. Lukimia. Ganz, ganz stark. Lukimia. Und das ist überragend gespielt. Und Dybala, wenn der jetzt halt gut durchstartet, dann macht der nochmal die Kulle. Komm, probieren wir gleich mal den Schuss. Schade, abgefälscht. In die Mitte. Schuss. Und drin ist er, oder? Jawolski, Freunde. 20. Minute in Bremen. El Hierro Elia heute wieder von Beginn an mit am Start. Und zum zweiten Mal ertönt sie die wunderbare Torhymne. 2:0. Nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Richtig, richtig stark, wie wir da heute aufspielen. Augsburg hat absolut nichts zu melden, ne?
Und wir machen das richtig gut. Ihr seht aber auch, das ist so ein bisschen halt ganz klar. Logischerweise, das haben wir aber auch vorher gewusst. Der Unterschied zu Leverkusen. Hier gegen die Augsburger, da kriegst du irgendwann deine Lücken. Beziehungsweise nicht irgendwann, sondern da kriegst du die sogar ziemlich oft im Vergleich zu Leverkusen. Bombardier jetzt mit der ersten Möglichkeit. Und das ist halt dann doch ein bisschen einfacher, als wenn du da irgendwie dich durchkämpfen musst, den Gegner versuchen musst zu locken in FIFA, was eh nicht das Allereinfachste ist. Da wird das ein bisschen schwierig. Von dem her, richtig, richtig stark sieht das Stand jetzt hier so ein bisschen aus. Und das ist ja schon wieder fast überragend, Jungs. Oh, schade, wenn der erste Ball durchkommt, Freunde, dann könnte es hier vielleicht 3:0 stehen. Und ich glaube, es war wieder Cepre Selassie. Wobei, nee, der steht jetzt schon wieder hinten. Dann war es wahrscheinlich nicht, der sich da durchgeschmuggelt hat. Augsburg kommt über Bobadilla. Gefährlichster Mannstand jetzt. Da vorne in der Offensive Bobadilla. Und dann können wir gut klären. Dann können wir richtig gut klären. Ja, so muss das sein. Gut, die Seite erstmal verlagert. Junusovic schiebt. Junusovic. Ah, das hat er fast geahnt, aber den haben wir noch. Elia. Und dann können wir es doch auch mal so ein bisschen ruhiger angehen. Ja, oder? Da muss man doch nicht immer volle Pulle nach vorne spielen. Da geht auch sowas mal. Öztunali bleibt dann hängen. Ah, das war dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wobei wir es natürlich irgendwann mal probieren müssen. Jetzt komplett hintenrum zu spielen, war auch ein bisschen dumm. Aber der Trick war vielleicht nicht ganz perfekt angesetzt. So, Feuner setzt sich da zweimal durch. Was auch nicht so sein darf. Hat man eigentlich relativ gute Aussichten, den Zweikampf zu gewinnen. Wieder Feuner, Feuner, Feuner. So, ich versuche keinen Elfmeter hier irgendwie zu verursachen. Castells und den raus. Aufs kurze Eck mal probiert vom Ex-Klubberer. Aber Gott sei Dank am Ende dann Castells wieder da. Der Mann, an den wir ja immer, beziehungsweise wo wir immer gleich an die zwei Patzer denken müssen. Obwohl der eigentlich richtig, richtig gut gekickt hat. Und das auch immer noch tut da im Kasten. Aber die zwei dummen Fehler, die haben uns doch ein paar Punkte gekostet. Sind aber natürlich absolut vergessen. Und Fehler passieren, Jungs. Ganz klar. Cepre Selassie. Oh, wunderfein rausgespielt. Perfekt. Schöner Ball in den Lauf. Da ist Junusovic. Eins weitergelegt. Nach unten gespielt. Franco Di Santo. Wenn er den noch rumkriegt, dann hätte er da perfekt die Lücke aufgemacht und perfekt den Pass gespielt. Schade. Aber ein bisschen mutig da, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kommt es gerade so ein bisschen vor, als würden wir ein bisschen nachlassen. Ich hoffe, der macht den Fehler. Was ich aber nicht will, was ich absolut nicht will, ich will hier weiter nach vorne spielen. V-Spiel da oben gibt erstmal den Vorteil, der jetzt abgelaufen ist. Denn 2:0 ist immer so ein Ergebnis. Das ist nicht ganz so safe. Ne? Ein Tor für Augsburg und die sind auf einmal wieder ganz nah dran. Da müssen wir aufpassen. 2 Minuten noch in Durchgang 1. Langer Ball nach vorne von Augsburg. Hoch den Schädel, gut gemacht. Ah, den darf ich nicht in Lauf spielen. Super Grätsche. Oh, der Schiri hat dann vorgepfiffen. Hab ich meiner Meinung nach erstmal nichts erkennen können. War für mich der Ball. Barreto. Nach oben gelegt. Abseitsposition von Raul Bobadilla. Und damit, ja, dürfte das jetzt langsam gewesen sein. 5 Minuten Nachspielzeit, die gleich vorbei sind. Und dann gehen wir hier mit einer verdienten, mit einer sehr, sehr komfortablen 2:0-Führung in die Pause. Und freuen uns jetzt vielleicht mal nach vorne schicken. Der läuft da nämlich. Genau er hier. Öztunali ist es. Franco Di Santo. Ja, was macht denn der Hitz? Der wartet und wartet. War ein bisschen arg locker. Geht letztendlich vorbei. Aber nochmal die gute Möglichkeit in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Hitz wird ihn jetzt nach vorne klatschen. Und dann dürfte es das gewesen sein. Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters, beziehungsweise des Halbzeitpfiffs. So schaut's aus. Also gehen wir rein in die Pause. Gucken uns mal ganz gemütlich an, wie die anderen Mannschaften so kicken. Wolfsburg führt in Leverkusen, Dortmund führt zu Hause gegen Mainz. Gladbach 1:0 gegen Köln im Derby. Frankfurt 1:0 gegen Schalke. Die Bayern 2:0 gegen den HSV. Auch ein Klassiker. Hannover 2:0 Paderborn. Berlin liegt zu Hause mit 0:1 hinten gegen Freiburg. Und Hoffenheim gegen Stuttgart auch ein Derby. 1:1 unentschieden. Also das ist vor allem ganz gut für uns. Und ihr seht, das ist absolut verdient, wie wir das Ganze angehen. Ich werde ein bisschen wechseln. Ein Junusovic bekommt ein Päuschen. Da bringe ich einen Weigl in die rein. Dann ein Öztunali darf raus. Da kommt Yildirim rein. Und am Ende werden wir vielleicht noch, ja, einen Selke oder so bringen. Mal schauen, Westergaard theoretisch auch nochmal, um Leukemia zu schonen. Werden wir sehen, aber vor allem kriegen jetzt mal die Jungs rund um Weigel und um Yildirim ein bisschen Einsatzminuten, dürfen sich mal ein bisschen präsentieren, damit die auch weiter wachsen und gedeihen in unserer Truppe. Aber das kriegen die schon hin. Dybala, oh, da rennen wir uns ein bisschen gegenseitig über den Haufen. Nicht so wirklich fein, aber hoffentlich ohne Auswirkungen. In die Mitte gelegt, Bobadilla, überragend sich durchgesetzt, aber Bobadilla holt ihn sich auch wieder richtig stark zurück. Das darf man auch nicht vergessen. Nach oben gelegt. Barreto. Wahnsinn. Wahnsinn guter. Guter, guter, guter. Langer Ball. Di Santo. Und dann war es ein V-Spiel.
Und scheinbar irgendwas Schlimmeres. Nein! Dybala? Mein Lieber, steh wieder auf, Kollege. Dybala, steh wieder auf. Es gibt die gelbe. Vielleicht gibt es auch einfach nur gelb-rot. Nee. Hey, warum hat der so schnell abgepfiffen? Okay, es ist keiner verletzt. Es ist alles erstmal gut. Es ist erstmal alles gut. Cebre Selassie. Kein Abseits. Der Doppelpassversuch. Yildirim. Überragend. Überragend von Yildirim. Weigel zieht ab. Die beiden, die wir eingewechselt haben. Richtig schönes Zusammenspiel unserer jungen Wilden, ne? Am Ende geht er knapp über den Kasten. Es bleibt beim 2:0 nach 53 Minuten. Übrigens, wir bleiben auch erstmal unserem System treu, beziehungsweise nicht unserem System, sondern der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, im Sinne von hoher Druck und offensiv. Denn ich glaube, wir haben das hinten ganz gut im Griff. Und nach vorne geht vielleicht noch die ein oder andere Chance. Dybala ist wirklich angeschlagen. Sollten wir gucken, dass wir den nicht zu sehr strapazieren. Dybala läuft nicht. Di Santo. Oh, überragend. Überragend, Franco Di Santo. Meine Güte. 3:0, 57. Minute. Die endgültige Entscheidung. Und das hat er mal bärenstark, was auch immer, gemacht. Ein paar Schusstäuschungen vorbei, abgeschlossen. Keine Chance für Hits. Ganz, ganz stark, Franco Di Santo. 3:0 und damit jetzt mittlerweile die Entscheidung. Spätestens jetzt die Entscheidung gegen Augsburg, dass sich ganz, ganz hart tut in dieser Partie. Dass kaum reinkommt. Dass einem so ein bisschen leid tut. Augsburg doch ein ganz sympathischer Verein, zumindest für mich. Und Stand jetzt sieht es da doch sehr, sehr stark nach dem Abstieg aus. Aber da können wir absolut nichts dafür. Drüber gechippt. Nee, es ist Yildirim. 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 Oh, der war zu frech. Der hätte ich einfach mal stocksteif abschließen müssen. Ins kurze Eck. So hat den Hitz wieder unter Kontrolle. Langer Ball. Weigel, kriegt er den? Fast. Aber Weigel, vor allem in der Offensive ganz gut jetzt gewesen. Defensiv haben wir, wie gesagt, relativ wenig zu tun bekommen. Da können wir nicht wirklich beurteilen. Dybala, den wir jetzt dann auch mal gleich auswechseln werden. Für Selke, der da vorne nochmal ein paar Spielminütchen kriegt. Schade, dass wir Lorenz nicht mit reingenommen haben. Das wäre nochmal so eine Möglichkeit gewesen, auch ihm eine Chance zu geben. Ich gehe jetzt gleich mal rein. Dass da beim nächsten, bei der nächsten Unterbrechung Schluss ist für Dybala. Nicht, dass der Kollege sich hier und heute noch verletzt. Das ist es absolut nicht wert. Beim Stand von 3:0. Da gehen wir auf Nummer sicher. Schön gemacht. So, nochmal die Möglichkeit. Franco Di Santo. Nehmen wir da oben mal den Kollegen mit. Dann nehmen wir wieder Di Santo mit. Dann spielen wir den in die Mitte. Dybala probiert mal Di Santo wieder anzuspielen. Der Ball kommt leider nicht ganz an. Dybala, der nochmal alles probiert hier. Aber ich will, wie gesagt, nicht zu viel riskieren. Und dann hoch und weit geklärt. Jetzt geht der Ball natürlich nicht ins Aus, ne? Wenn er mal ins Aus gehen soll, dass wir wechseln können, dann geht der natürlich nicht ins Aus. Aber ich will ihn auch jetzt nicht einfach vorbolzen. Weigel. Oh, guter Ball, aber ein bisschen schlecht gelaufen von Yildirim. Da fand ich den Ball nicht schlecht von Weigel. Yildirim, der da nochmal gut drauf geht. 71. Oh, kommt schon, Jungs, jetzt haut doch mal die Kulle hier ins Aus, Mensch. Gibt's doch nicht, oder? Wir machen einfach ein Tor. Überragend. Weigel, oh, der spielt sich da schön immer nach vorne, ne? Also, ganz so defensiv eingestellt ist er nicht. Wahrscheinlich ähnlich wie Junusovic, der ja auch sich nicht nur hinten auffällt. Eigentlich so ein bisschen der Achter ist, zum Teil auch der Zehner, aber bei uns auf der offensiven Sechs spielt. Die erfinden wir neu in der Bundesliga. So, und ich knall jetzt einfach mal. Schaffe ich es nicht mehr, das Ding vorzuknallen. Aber wir kriegen Freistoß, noch besser. Also jetzt der letzte Wechsel. Dybala verletzt raus oder angeschlagen raus. Und dafür nochmal die Chance für Selke. Und vielleicht jetzt die Chance für uns. Guter Ball. In die Mitte gelegt. Ja. Okay, da hätten wir eigentlich das Hürde machen können, wenn nicht sogar müssen. Aber irgendwie verspringt der Ball ein bisschen. Yildirim, geniale Übersicht. Genial gemacht. Rübergelegt, nach unten gespielt. Elia. Der muss halt eigentlich mal rein, ne? Der muss halt eigentlich mal rein, der Ball. Aber der geht nicht rein. 10 Minuten noch. Gebt den Einwurf für uns. Kriegen wir nochmal die Möglichkeit, vielleicht jetzt das Hürde nachzulegen. Komm, Selassie. Jawohl. In der Mitte ist Selke. Ach, du Scheiße. Ach, du Heilige, macht er das genial. 82. Minute, so langsam wird es hier ein Schützenfest. Selke zum vierten Mal für den SV Werder Bremen. Zum vierten Mal erklingt die Tormusik. Ich glaube, so viel schneiden musste ich noch nie in der Karriere. Viermal Tormusik reinschneiden, Jungs. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Wunderbares Ergebnis jetzt hat. War es auch vorher schon, aber das unterstreicht dann doch nochmal so ein bisschen, dass wir hier absolut gewillt sind. Nochmal so ein bisschen hier Gas zu geben und weiter nach oben Richtung Europa League zu marschieren. Gegentor muss jetzt nicht mehr sein. Gut, dazwischen von Castells. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja sogar nochmal die Chance. Di Santo, Selke läuft.
Augsburg Vogelwild jetzt mittlerweile da hinten. Also, das sind die Lücken doch jetzt dann schon sehr groß, die da hinterlassen. Und das ist gut für uns. Das ist absolut gut für uns. Abseitsposition, Kollegen. Jawolski. Schiri lässt Vorteil laufen. Di Santo, überragend. Das ist nochmal die Möglichkeit für Hajrović und Co. Hajrović. Boah, der war ein bisschen doll gespielt. Aber gut. Das dürfte es jetzt wahrscheinlich erstmal gewesen sein. Nochmal nach oben gelegt, der Ball ist weg. 89. Wenige Sekunden. Und dann werden wir hier nochmal die Nachspielzeit erfahren. Probieren wir nochmal Seke zu schicken. Oh, beziehungsweise Seke. Ball kommt nicht an. Zurückgelegt. Wir pressen dann doch nochmal. Also wir pressen selbst hier nochmal in der 90. Beim Stand von 4-0. Vielleicht, wie gesagt, gibt es noch das fünfte. Das halbe Dutzend minus eins, Jungs. Bombardier. Gut. Ja, komm schon, Schiri pfeift noch nicht ab. 4 Minuten Nachspielzeit hast du angezeigt, Kollege. Dann musst du dich auch dran halten. Selke. Selke. Schnapp dir nochmal die Kulle. Tank nochmal ein bisschen. Selbstvertrauen, Selke. Er kommt nicht ganz durch, da haben wir nochmal. Beziehungsweise die Gegner gut verteidigt. Also am Ende bleibt es beim 4-0. Wir gehen rein. Sehr, sehr schönes Ergebnis. 11 Schüsse, 9 aufs Tor. Augsburg hinten, beziehungsweise vorne. Nichts zu schaffen bekommen. Hinten desolat. Von dem her kriegen wir das richtig gut gebacken. Wir schon mal rein. Hoffenheim, Stuttgart unentschieden. Das ist gut. Und Leverkusen habe ich jetzt auf die Schnelle leider nicht erkennen können. Aber das werden wir uns natürlich gleich nochmal in der Tabelle genauer anschauen. Dänemark, Nationaltrainer Offerte. Sorry, ich musste aufstoßen. Sagen wir, nein, Dybala 3 Wochen, verstauchter Knöchel. Okay, das ist ein bisschen bitter. Ich weiß immer nicht, ob ich da gleich auswechseln muss, wenn die angeschlagen sind. Zum Teil passiert was, zum Teil nicht. Auf jeden Fall wird er jetzt gegen Schalke und auch noch hier Polen zurückgezogen. Pressekonferenz, ich nehme an. Gegen Schalke und gegen Leverkusen fehlen. Also nicht gerade gegen die Allerschlechtesten. Aber Selke, wir haben es gesehen, auch der mit einer richtig guten Partie. Also der dürfte ein bisschen gute Form getankt haben. So, Adama, bleibt erstmal, wobei das auch wieder einer ist, den nehmen wir jetzt mit. Jetzt ist er wieder fit mit seiner Schnelligkeit, vor allem wenn wir mal führen sollten wieder, kann er da durchaus was reißen. Ich nehme ihn mal für Bargfrieder mit, Weigel hat mir gut gefallen. Und dann passt das. Recht viel mehr will ich nicht ändern. Lukimir, der ist momentan so überragend auf Topform unterwegs. Sehr, sehr oft richtig stark unterwegs, und nehmen wir natürlich den auch mit. Galvez, bleibt erstmal außen, Westergaard da weiterhin am Start. Und dann denke ich, ist das erstmal soweit in Ordnung, Jungs. Schauen wir rein in die Tabelle, wie sieht's da aus? Das kann ich euch gleich verraten. Und zwar, Transferbudget 5.000 Euro, auch nice. Und zwar, so, da haben wir's. Wir auf Rang 4. Allerdings, Schalke, Mainz mit einem Spiel weniger. Die können uns wieder überholen, aber wir spielen jetzt auch gegen Schalke. Sprich, wenn wir jetzt gewinnen, dann hilft Schalke auch ein Sieg im Nachholspiel. Nix, gegen wen auch immer. Dann sähe es für uns richtig, richtig stark aus. Und das sieht's auch so. Also bin richtig gut zufrieden. Das sieht jetzt wieder gut aus gegen Leverkusen. Vielleicht einen Unentschieden mitnehmen. Statt einer Niederlage, dann hätten wir auch da auf die nochmal ein bisschen Vorsprung. Aber am Ende, wie gesagt, ist das alles Fußball. Da verlierst du mal ein Spiel, da gewinnst du eins. Gar keine Frage. Und in dem Sinn würde ich sagen, war's das mit der Partie, war's das mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut, genießt den Tag, genießt das Wochenende, Freunde. Haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.